Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu unserer zweiten Ausblicksendung in diesem Jahr. Heute sprechen wir über den Aktienmarkt und die Perspektiven, die die Aktien im laufenden Jahr haben. Dazu haben wir uns Matthias Jörs eingeladen, Aktienstratege des deutsch-französischen Analysehauses LFG Gronos. Herzlich willkommen bei uns. Vielen Dank. Im Moment ist die Bestandsaufnahme ja klar, auch mit Blick auf 2012. Aktienmärkte sind super gut gelaufen, obwohl es eigentlich eine ganze Menge Grund gegeben hätte, sich Sorgen zu machen. Sind Sie für 2013 auch optimistisch oder sollten wir uns jetzt dann doch langsamer Sorgen machen? Ich denke, dass wir ein schwieriges erstes Halbjahr haben werden. Ich denke, dass wir im Moment eigentlich in der Situation sind, dass wir ähnlich wie in 2012 sagen müssen, man sollte immer dann sich genauer überlegen, stärker einzusteigen, wenn gerade die Sorgen am größten sind. Im Moment sind die Sorgen nicht so ausgeprägt und im Moment hat man keinen guten Einstieg. War der Kursanstieg, den wir gesehen haben, eigentlich wirklich rein liquiditätsgetrieben durch die Manöver der Zentralbanken oder haben da die fundamentalen Entwicklungen auch mit dazu beigetragen? Die fundamentalen Daten haben sich schon etwas verbessert zum Teil. Wir haben ein traditionelles Muster, dass normalerweise man immer dann reingehen muss in den Markt, wenn die zweite Ableitung dreht. Das heißt, wenn die Konjunkturindikatoren schon deutlich besser sind, sondern wenn man sieht, dass sie weniger langsam sich wohl demnächst verbessern werden. Die Frage ist nur, ob das Bild für die Zukunft reicht. Da habe ich meine Schwierigkeiten, weil ich glaube, dass diesmal einige Sachen etwas anders sein können. Was zum Beispiel macht Ihnen Sorgen? Ich glaube, dass wir typischerweise konzentriert sich der Markt nur auf Frühindikatoren. Das ist auch völlig richtig. Nur für die Politik sind Spätindikatoren entscheidend, nämlich Arbeitsmarktdaten. Und ich glaube, dass die Frage besteht, wie durchhaltbar ist das Ganze in Südeuropa? Sprich, mit anderen Worten, Italien kommen jetzt Wahlen, die aus meiner Sicht entscheidend sind. Ich halte es auch für unwahrscheinlich, dass die aktuelle Regierung in Griechenland dass ihre Legislaturperiode durchsteht und die nächste wird mit Sicherheit nicht besonders gut für Europa. Was würde das bedeuten, wenn wir wieder Störfeuer aus der Peripherie bekommen? Das würde bedeuten, dass die Zinsen zunächst mal in der Peripherie steigen. Die Korrelation zwischen den Zinsen in Italien und Spanien und dem KGV von den europäischen Märkten ist extrem hoch nach wie vor. Das heißt, steigende Zinsen sind Gift für Aktien und insofern würde es meines Erachtens bedeuten, dass wir dann deutlich Kursverluste sehen. Das ist ja eigentlich kein gutes Szenario für alle Leute, die den Markt nutzen wollen, Investoren, aber natürlich auch Unternehmen, die vielleicht Transaktionen planen. Wir hatten es in den letzten Jahren immer so, dass starke Kursanstiege, 50-60%, dann abgelöst wurden durch schnelle Crashs, 10-20-30%. Steht uns 2013 wieder so ein wilder Ritt bevor? Ich glaube nicht, dass für uns 30-40% Kursrückschlag droht, aber ich denke ehrlich gesagt, dass uns Kursrückschläge schon drohen von den aktuellen Niveaus. Und insofern denke ich ehrlich gesagt, es wird sicherlich ein Jahr werden, wo die Kapitalmarktaktivitäten gut sein sollten. Und ich denke, das wird eher im zweiten Halbjahr kommen. Timing ist bei Börsengängen immer das große Geheimnis oder die große Krux, was man im letzten Jahr und im vorletzten Jahr viel gesehen hat. 2012 haben wir zum Schluss noch einige große Börsengänge gesehen. Was denken Sie 2013? Gibt dieses Marktumfeld genügend Stabilität her, dass wir mehr im IPO sehen? Es hat sich ja viel aufgestaut. Insofern ist aus meiner Sicht schon ein größerer Bedarf an IPOs da. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass wir im zweiten Halbjahr deutlich mehr sehen werden, ja. Wie sieht es aus mit dem M&A-Markt? Viele Unternehmen nutzen ja gerade hochgestiegene Kurse, um am M&A-Markt dann tätig zu werden, mit eigenen Aktien zu bezahlen. Ist das was, was sich im Moment in dem Marktumfeld anbietet? Ich denke eigentlich, dass wir dieses Jahr ein anderes M&A-Jahr sehen werden, nämlich ein M&A-Jahr, wo viele Unternehmen versuchen werden, ihr Cash zum Teil dafür zu nutzen, um kleinere Unternehmen zu kaufen. Die Unternehmen haben wenig attraktive Investitionsmöglichkeiten, und sie haben sehr relativ viel Cash angesammelt und wir haben einen deutlichen Abschlag der Kleinen gegenüber den großen Unternehmen am aktuellen Rand. Und insofern ist das aus meiner Sicht das Wahrscheinlichere. Das wird aber nicht unbedingt gegen Aktien geschehen. Ja, das trifft ziemlich genau das, was uns die M&A-Experten auch sagen. Mal schauen, ob alle Experten diesmal recht haben. Ich würde Sie gerne nochmal festnageln mit den drei Fragen von Finance TV zum Schluss. Auch mit Blick auf die Marktperformance. Die erste Frage: Rechnen Sie mit starken Kursverlusten, wenn im Laufe des Jahres vielleicht die geldpolitischen Impulse auslaufen sollten? Wenn die geldpolitischen Impulse tatsächlich auslaufen sollten, dann würde es deutliche Kursverluste geben. Mein Konjunkturbild ist etwas anders. Ich glaube, die werden gar nicht in dem Maße zurückgehen werden.
Also wenn wir weiterhin die Impulse haben werden, rechnen Sie dann mit einem neuen Allzeithoch im DAX von 8.100 Punkten im Laufe des Jahres? Ich denke, das werden wir im zweiten Halbjahr sehen. Allerdings ist das ja auch nicht mehr ein großes Ziel von diesen jetzigen Niveaus. Und die letzte Frage, wird 2003 unterm Strich ein starkes Jahr für IPOs werden? Ein besseres als 2012, hoffe ich schon. Viele Prognosen dabei. Mal schauen, wie viel Sie davon recht haben. Vielleicht sehen wir uns am Jahresende ja wieder, um Bilanz zu ziehen. Vielen Dank, Matthias Jörs. Ich danke Ihnen auch fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal wieder tut nichts zur Sache bei Finance TV. Machen Sie sich einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.